Und was du mir eins von den letzten Mal erzählt hast, ist, die sind in die, also das hat man auch mitgekriegt, die sind in Toskana, um das Album quasi zu erarbeiten. Und du hast mir dann einen spannenden Satz gesagt, du hast gesagt, weißt, ich muss in die Sonne, weil Balladen könnte ich jeden Tag schreiben. aber so Happy Songs, das brauchst du auch noch denen, so Einflüsse, oder? Ja, aber Geld, also das Leben hat uns dann schon einfach wieder gegeben, was es halt einem gibt. Also der Plan war, wirklich ein fröhliches Album zu machen, ein tanzbares Album zu machen. Und ich komme lassen in Toskana gehen und dann ich habe natürlich gespürt, okay, wahrscheinlich auch wieder der gespürt, es muss wahrscheinlich noch mehr rein. Und dann gesagt, lass uns in das Haus gehen, wo meine Großeltern drin gewohnt haben. Meine Großeltern haben in der Toskana gewohnt, nach der Pensionierung von meinem Großvater, für 12 Jahre oder so. Und ich bin immer dort in die Ferien und das Haus gehört immer noch einem Schweizer und ich habe herausgefunden, wem das gehört, lass uns dort hingehen. Es ist viel Arbeit gesehen schon, oder? Ja, schon noch, aber... Ja, wir sind dort her und es ist ein wunderschöner Ort in der Toskana. Und ich, aber natürlich, wenn ich meine, das, wenn die Kindheitserinnerungen kommen rauf. Und ich habe in dem Bett gepennt, wo meine Großeltern sonst gepennt haben. So, in dem Zimmer, wo ich als Kind nie drin schlafen durfte. Aber jetzt habe ich in dem Bett schlafen. Krass. Und in dieser Woche ist die Nachricht aus der Schweiz, dass ein Freund von mir sich das Leben genommen hat. Erstens und zweitens ist mein Großvater in der Schweiz verstorben in dieser Woche. Und das war wieder so, Tabu, du kannst nicht weg von, dem, von dieser Melancholie. Das ist einfach nicht vorgesehen für dein Leben, sondern vorgesehen für mein Leben, habe ich wie gemerkt, ist, mich dem hinzugeben. Und dann schon zu schauen, dass es noch fröhliche Songs gibt, aber ich glaube, ich kann das transportieren und ich glaube, ich muss diesen Weg halt gehen. Und das ist, aber es war krass. Es war wirklich so eine Ohrfeige. So, eine Woche in der Sonne, bestes Essen, alles und dann passieren halt diese Sachen. Oder? Ja, ja. Und das mit dem Großvater ist natürlich dann noch so, okay, also weißt, es ist ihm schon lange schlecht gegangen. Man hat gewusst, er wird nächstens sterben, aber dass er genau am letzten Tag von dieser Woche, wo wir in seinem Haus verbringen, ehemaligen Haus, logisch. Ja. Ist mir schon noch eingefahren. So. Und es war aber sehr schön gewesen, mit dem Arzt, mit dem Gianluca, mit dem Steve, dem Fotograf, dort zu sein. Und das, die haben das auch sehr geil aufgefangen alles. Es war eine sehr schöne Woche gewesen. Eine von den intensivsten in meinem Leben, glaube ich, was so Freundschaft angeht. Und, am letzten Tag sind wir wirklich noch dann in die nächste Stadt und haben auf die Leute noch irgendwie den Schnaps trinken und es ist wirklich sehr schön gewesen. Aber ja, und darum ist jetzt auch, sind jetzt auch die 12 Songs nicht einfach happy und Lou Bega, sondern es ist halt wieder aus dem Leben und das ist etwas, was ich gelernt habe. So.